Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play. Diesmal mit Blacklight Retribution, zusammen mit meinem Kumpel Carsten. Hallo. In-game als Frostbite Tech, ne? Fast Frost-Tech. Frost-Tech. Gut, das nächste Mal kann ich's. Ich hab's beim ersten Mal richtig gesagt, aber das ist unser zweiter Versuch, ein Let's Play aufzunehmen. Beim ersten Versuch hat das Spiel meinen Joystick erkannt und hat mit dem Joystick gesteuert. Der anscheinend in Schräglage war, wodurch ich immer im Kreis gelaufen bin. Und es war nicht ersichtlich, woran es lag. War ziemlich lustig. Vielleicht stelle ich das sogar noch rein. Ah, ne, ich hab's gelöscht. Ah, schade. Wie auch immer. Ja. Wir zocken heute Blacklight. Ich habe das vor ein paar Monaten schon mal gespielt mit einem Kumpel, der allerdings nicht sehr glücklich über dieses Spiel war, weil er ständig gestorben ist und deswegen keinen Bock mehr hatte, das weiter zu zocken. Deswegen habe ich auch nie ein Let's Play aufgenommen. Der Carsten hat, soweit ich weiß, schon Erfahrung. Genau, ich habe es vor einem Jahr circa gesuchtet und ja, ist ein bisschen her, bis dass ich das gespielt habe und bin mal gespannt. Ich auch. Ich hoffe, du kommst nicht ins Gegnerteam, ansonsten habe ich keine Chance. ja, wir werden gleich wahrscheinlich irgendeinem Random-Spiel joinen oder jo. Willst du auf einem eigenen Server spielen? Ich denke mal, wir joinen einfach ein Random. Zocken uns ein bisschen ein, ne? Genau. Ja, ist glaube ich auch am besten. Also für alle, die es nicht wissen, Blacklight Retribution ist ein Free-to-Play-Game, das frei auf Steam erhältlich ist. Ist allerdings ein Pay-to-Win-Game, also man kann sich sehr viele Ausrüstungsgegenstände und Zusatzzubehör mit Echtgeld kaufen. Dementsprechend laufen ja einige overpowered Teenager rum, die ihr ganze Taschengeld in irgendwelche neuen Waffen stecken und deswegen völlig überzogen alles niedermetzeln, was ihnen vor die Nase läuft. Kann aber auch genauso gut sein, dass das irgendwelche 30-jährigen Nerds sind, die dann den ganzen Tag nichts anderes machen. Carsten! Nein, Quatsch. Ich gehe davon aus, als du es gesuchtet hast, hast du kein Geld dafür ausgegeben. Ich habe tatsächlich kein Geld ausgegeben, aber habe trotzdem viel erreicht. Ja, also das ist man nice. Man kann viel erreichen in dem Spiel, wenn man will. Ja gut, dann werden wir versuchen, heute mal viel zu reißen. Wird vermutlich nichts bringen, weil ich sowieso am ersten Tag immer nur sterbe. Vor allen Dingen, wenn ich es aufnehme. Naja, aber nicht groß labern. Ich würde sagen, wir stürzen uns mal ins Spielgeschehen. Gut, ich mach mal Beitreten, ne? Ja, aber du bist nicht, ich bin nicht in deiner Party, ne? Deswegen. Achso, ich glaube, muss man das? Ja, du musst mich zuerst, du musst oben zuerst aufs Freunde-Symbol drücken. Okay. Und dann auf, da ist er, da ist er. Meinen Namen, zack. Den Trupp einladen, annehmen. Genau. Wenn der jetzt ein Spiel startet, werde ich gefragt, ob ich mitmachen will. Will ich natürlich, ansonsten hätte das Ganze ja keinen Sinn. So, ich mach nochmal beitreten, ne? Ja, genau. Gut. Bin ich mal gespannt. Ja, ich werde gefragt, ob ich mitmachen will. Will ich natürlich. Objective. Eliminate hostile. Ja, wieder im gegnerischen Team. Ja, scheiße. Muss der so kommen. Ihr seht, die Grafik ist schon mal nicht schlecht. Für ein Free-to-Play-Game. Ich habe allerdings auch alles auf Ultra gestellt. Deswegen. Das unterstützt schon mal DirectX 11. Was ich auch ziemlich nice finde. Oh. Tschüss. Okay, Da hat er dich gleich. Dicken Headshot gesetzt hat er. Ich habe ihn noch nicht mehr gesehen. Ich muss definitiv viel schneller werden. Ich hoffe, die Ingame-Sounds sind nicht zu laut. Ich glaube, ich werde die hier mal in der Ecke mal ein bisschen leiser stellen. Einstellungen. Audio. 3. Effektlautstärke 3. Hit-Audio 3. Schaden-Audio 3. Änderungen annehmen. Okay, das ist doch schon besser. Das ist nicht ganz. Ja, ich habe einen eliminiert. Aber ich habe kaum mehr Leben. Boah, da hat jemand seine Gun aufgestellt. Das ist sehr fies. Eine Minigun? Also ja, so eine Minigun. Gatling Gun, ach du Scheiße. So wie bei Team Fortress. Zum Beispiel. Oh, ach du Scheiße. Derp 707 hat mich gekillt.
Ah, ich kann eine andere Waffe auswählen mit F2. Versuche ich doch gleich mal. Und, wieso kann ich jetzt nicht wieder einsteigen? Ah, Leertaste doch. Ich kann nicht einsteigen. Ah. Irgendwie finde ich die Menüführung sehr seltsam. Ja, die ist sehr unübersichtlich gemacht, finde ich. Ja, das definitiv. Ich meine, das ist natürlich wieder Gewöhnungssache, aber... Ja, klar. Okay, einen habe ich. Aber der andere hat mich. Ah, da ist ein Clan, diese 0707 Fritzen, oder? Ist das so? Gucken wir mal. Bei dir im Team... 07? Derp 0707 und... Nee. Scheint nur einer da. Ah, nee, der andere heißt G007. Okay. War nur... ein Fail meinerseits. Ich war schon lange nicht mehr bei Optiker. Oh. Der kam mal hinterher. Alter, dieser scheiß Fritzenband... Oh, wirft dann eine Granate hier rein. Was ist das denn für eine Pussy? Der campt dann in irgendeiner Ecke. Also ich zock jetzt das erste Mal mit so hoher Mausempfindlichkeit. Ich muss mich auch erstmal dran gewöhnen. Natürlich auch eine ganz tolle Entschuldigung. Oh, glaube ich in die falsche Richtung. Ich glaube, ich habe dich eben gesehen. Oh. Der schießt ein schlechtes Zeichen. Die Frage ist, wo hast du mich wo? Oder? Bin mir nicht sicher. Solange du mich nicht abknallst, ist es mir egal. Ganz sicher. Boah! Krass! Na. Alter. Lol. Mehr Glück als Verstand. Ich irre orientierungslos durch die Gegend. Ich muss sagen, ich kenne die Maps überhaupt nicht, ne? Also ich habe zwar ein paar Mal hier auf der Map gezockt, glaube ich, vor Ewigkeiten, aber wo ich jetzt hier hin muss... Ah doch, da hinten ist, glaube ich, das feindliche Lager. Oder gibt's hier überhaupt ein feindliches Lager? Team Deathmatch? Sieht nicht so aus. Ich kann mich auch ganz schlecht erinnern. Wie das an die Maps auch selber kann ich mich. Deswegen bin ich hier auch so ein kleines kopfloses Hühnchen. Ja, ich meine, ich suche die Gegner und sie finden mich. Was habe ich denn? 4 Kills und 5 Deaths? Ja, okay, also ich meine, für den ersten Spieltag jetzt. Nicht allzu schlecht. Ich komme mir zumindest nicht vor wie der absolute Noob. Ich treffe sie wenigstens. Frosttech! Wer wählt sich denn so einen scheiß Namen aus? Ab sofort stehen wir auf dem Kriegsfuß. Sorry, Sir, aber ich werde sie vernichten. Ah. Und kriegt den Nathan hinterher. Doppelkill, vielen Dank. Na, warte, das kriegst du zurück. Na, hoffe ich doch. Jetzt weiß ich, wo du bist. Na, scheiße. Jetzt weißt du nicht mehr, wo ich bin. Nee. Man muss hier immer hin und her schalten, das ist total seltsam. In diesem Todesmenü da, was man hat. Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass es hier Mech-Anzüge gibt. Was gibt es? Achso, diese Unsichtbarkeitsgedöns-Dinger, ne? Nee, nee, richtige Mech-Anzüge. Achso, diese Kampfroboter, die durch die Gegend laufen. Genau. Ne? Ja. Die sind auch ganz nice. Steigst ein und weißt, wer ich habe nur nie ganz verstanden, wie man die Dinger benutzt und wie man die bekommt. Die kannst du dir rufen.
durch irgendeinen. Ach so, diese komischen Stationen da, ne? Genau. Oh fuck, man darf also nicht da runterfallen. Also man darf schon da runterfallen, aber man sollte es nicht. Es hat mir gerade ziemlich viel Leben abgezogen. Übel. Lol, was hat der denn für eine Waffe? Will der mich verarschen? Ja, ein paar sind hier am Übertreiben. Na, fick dich doch. Und er messert hier meine Leute. Und kommt damit auch noch durch. Ich fass es nicht. Der hat uns hier alle drei gemessert. Wo bin ich hier? Ich glaube, so langsam blicke ich die Map, aber mehr aus Intuition als aus... Boah, was ballert da für eine krasse Waffe? Oh, da ist ein Mech. Von eurer Seite aus. Ich höre zwar einen, aber ich will gar nicht durch. Scheiße. Und was hat meine tolles Kill tot? Ah. Zwei Kills mehr als Death. Oh, scheiße. Nein. Zwei Kills mehr als Death. Mhm. Als Deathes. Deathes. Detes. Detes. Gedetes. Kill, 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 kill. Die, die, die. Oh, fuck. Hab ich mich verraten. Alter, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh, lol. Shit, da ist ein Mech. Weiß was, was? Ein Mech. Ein Mech? Mech. Nein! Lol. Wie nice war das denn? Und was macht der da? Oh. Scheiße. Wo werfe ich Granaten? Jetzt sag nicht auf G. Ja. Was? G? Auf G? Denke ich. Ne. Oder du scrollst mit dem Mauswort. Ah, lol, ja, Tata. Mir gleich aufgefallen, dass man hier noch zwei Waffen hat. Also, war mir schon klar, aber ich hab's einfach. Ich bin sowieso nicht mit zwei Waffen. Schade, schade. Oh, jetzt muss ich mich echt dranhalten, um meine Quote aufrechtzuerhalten, damit ich nicht in den negativen Bereich rutsche. Ich muss auch ein bisschen besser aufpassen, weil ich laufe hier einfach so frei rum. Ah, da ist so ein fetter Anzug. Aber der sieht nicht besonders realistisch, also er sieht schon realistisch aus. Aha. Yeah, wir haben euch in Grund und Boden. Unglaublich. Oh, der ist sogar auf dritten, der. Sag mal, auf dem dritten Platz, Mensch. Ja. Insgesamt? Aus deinem Team, ne? Ach, lol, krass. Ja, ich meine, ne? Von nichts kommt nichts. Also ich bin nicht schlecht, muss ich sagen, aber ich neige auch manchmal zu krassen Hirnfurzen, deswegen. Das kann jetzt auch einfach nur die Ausnahme sein, die die Regel bestätigt. Ja, cool. Mission abgeschlossen, 1 von 1. Win one match. Glückwunsch zum Abschluss dieser Mission. Ja, bla bla bla, können wir uns schenken. Ich habe gleich zwei neue Nachrichten gekriegt. Oh, siehst du? Belohnung für neues Level. Und dann bekomme ich ein Zufallspaket Deko-Anhänger für meine Waffe. Oh, wie schön. Die werden mir direkt ins Inventar gelegt. Postfach, also ich habe keine Nachrichten in meinem Postfach. Ich kriege hier ständig keine Beglückwünschungen für irgendwas. Aber ich habe auch noch kein Level abgemacht. Was habe ich überhaupt für ein Level? Wo steht denn das? Du bist Level 5. Ah, Tatsache. Und du schon Level 3. 3. Uiuiui. Dafür, dass du es ein Jahr lang gesuchtet hast, bist du ein ziemlich geringes Level. Ja, ich habe mir einen neuen Account gestellt. Ich habe mir auch einen neuen Steam-Namen gemacht. Alles mögliche. Augenlid nach unten zieh. Nein, Quatsch. Ah ja, stimmt, du hast ja alles bei Steam noch eingerichtet, ne? Genau. Ich erinnere mich.
Alter, was geht denn hier ab? So, wir sind im selben Team, glaube ich. Oder? Nee, warte. Nee, nee. Ah, jetzt bin ich hier irgendwo im Menü, da will ich gar nicht hin. Oh, da hat er... Nee, beinahe hättest du mich gekillt, aber ganz, ganz beinahe. Ich hab dich noch da stehen sehen. Frost-Tech, da ist er. Der Mann ohne Gewissen. Es macht sehr viel Spaß mit dir zu zocken. Also nichts gegen meinen Kumpel Dennis, aber der hat schon nach 10 Sekunden angefangen zu flamen, bis der Arzt kam. Also hat er nicht gesehen? Das gibt's doch nicht. Aber ich hab ihn. Wow. Ich glaub, aber ich weiß auch, warum ich so... Boah, du Arsch! Aber du hast auch fast nichts mehr. Ich glaube, ich habe einen Leitungsvorteil, ne, oder? Ja, 40 ja. Millisekunden? Ja, okay, es geht jetzt. Du mit deinem High-Speed-Internet. Uah. Man tut sein Bestes. Der Carsten hat sich letztens Team Fortress runtergeladen und hat dafür wie viele Stunden gebraucht? 3 Stunden, 4 Stunden? Und ich habe kurz vor ihm angefangen und war wie viele Stunden früher fertig? Ich glaube, ich habe insgesamt eine halbe Stunde gebraucht oder 45 Minuten maximal. LOL. Alter, ich bin echt gut. Na okay, scheiße. Und schon wieder vom... Ah! Carsten, kannst du mal aufhören, mich zu töten? Wir hatten doch einen Nicht-Angriffspakt. Ich hatte gerade eine schöne Kill-Serie. Ich bin Bester aus meinem Team. Wie bitte? Da ist jemand unsichtbar. Ah, nee, doch. Schießt denn hier auf mich, sag mal. Ich. Muahaha. Lass dich so überraschen. Gern. Gib mir Mühe, ja. Nein! Mann! Da wolltest du gerade die Treppe hoch, oder was? Nee, aus der Ecke. Hm? Kam gerade einer aus der Ecke. Den habe ich nicht so schnell gesehen. Muss aufpassen, aus meinem Team campen hier ein paar. Wo genau, weiß ich nicht. Die hocken hier immer in irgendwelchen Ecken und chillen. Ja, okay, Leute, hat er mich. Ich bin aber da immer noch Teambester. Komisch. Mein Team scheint gerade nicht so besonders gut zu sein, weil ich bin nämlich überhaupt nicht gut. Die aus dem Gegnerteam hat einfach viel mehr Punkte als ich. Oh, scheiße, jetzt hab ich echt überhaupt nicht auf. So, wenn ich wüsste, wo ich eben gestorben bin, könnte ich da hinlaufen und die Gegner killen, aber ich... Oh, eine neue Waffe. Alter, ach, da kann man nicht runter. Nein, der doch. Fuck. Und. Also irgendwie. Kommt es mir vor, als ob heute nicht mein Tag ist, aber ich bin trotzdem Teambester. Bei Team Deathmatch habe ich immer Angst, dass irgendjemand hinter mir ist. Aber wenn man sich umdreht, kommen sie von vorne. Das ist immer so. Deswegen drehe ich mich nicht um.
Boah, hab ich gerade fast einen Herzinfarkt bekommen, dass jemand hinter mir gespawnt. Tschüss! Oh, da vorne geht Action, so wie es aussieht. Alter! Was geht ab? Das war ja mal übel. Was sind denn jetzt schon wieder alle hin, sag mir mal. Da, wo ich eben gestorben bin. Alter, ist er schon tot oder was? Ach, der ist schon tot! Und ich bolze auf seine Leiche. Dumm gelaufen. Ich hab nur was rot glänzen sehen, dachte, nein, scheiße, der muss sterben. Da schießen die alle mega schlecht, oder ich hab echt einen krassen Leitungsvorteil. Mist. Warst du das? Nee. Miste Kiste. Gemistet. Gemästet. Das ist ja unglaublich. Was denn? Hab ich dich? Ja. Im Laufen, Headshot hat was. Ich geb mir Mühe. Immer wieder gerne. Alles nur zu deinem Besten. Nein! Das beendet denn meinen Lauf, ich fass es nicht. Naja, aber wirklich gut bin ich auch nicht. Also das Spiel macht mir echt Fun, das gefällt mir sehr gut. Auf jeden Fall. Das ist schon geil, vor allem ist es Free-to-Play. Also ich kann all meinen Zuschauern nur so einladen, schreibt mich an, wenn ihr auch Bock auf Blacklight habt, dann zocken wir mal eine Runde zusammen. Also wenn ihr ein Headset habt und alles sowas, weil ja, können wir vielleicht sogar mal eine Folge zusammen aufnehmen oder einfach mal so das verfahren. Vorausgesetzt, ihr seid im richtigen Alter, um dieses Spiel zu spielen. Alter, hab ich ein Schwein. Also mit der Pistole kann ich im Moment am besten klar, ich weiß nicht warum. Ich habe bis jetzt noch kein einziges Mal die Waffe gewechselt. Oh, ist da hinten jemand? Was mir auch aufgefallen ist, es gibt hier keine Gesamtwertung, ne? Man ist nur in der Wertung von seinem eigenen Team mit drin, oder? Genau. Ja. Tschüss. Dieses scheiß Monster. Dieser Pele ZCE oder CZE läuft hier mit seinem scheiß Roboter durch die Gegend. Geht mir ein bisschen auf den Sack, muss ich schon sagen. Töte es ein, kommt gleich der nächste. Das ist unglaublich. Toll, wo wird denn hier beide? Hier war ich ja noch gar nicht. Oder war ich ja schon? Hier war ich schon. Ach, schade. Sieg.
Ah, dieser PLZCE oder CZE, der hatte eben noch einen Roboter. Ja, dieses Mal waren wir nicht so gut. Aber ich muss sagen, mit der Standardwaffe. Aber wo Standardwaffe? Die werde ich jetzt nämlich auch mal ausrüsten, weil die ich eben hatte, war zum Kotzen. Ah, jetzt sind wir zusammen in einem Team, wie es aussieht. Jetzt können wir uns gar nicht mehr gegenseitig über den Haufen schießen, das ist ja schon langweilig. Jetzt wollen wir ein bisschen taktisch vorgehen, ein bisschen zusammen rumlaufen, aber wir finden uns sowieso nicht, ne? Also ich meine, ich weiß sowieso nicht, wie die Map aussieht. Ja, mal sehen, ne? Ja, ich habe zwei neue Nachrichten. Belohnung für ein neues Level. Gucke ich mir nachher an. Ach, wir können uns jetzt aussuchen, welche Map wir spielen wollen. Ne, ich lese mir doch mal meine Mails durch. Wo war das da oben? Herzlichen Glückwunsch. Objective: Eliminate Hostile Agents. Deko-Anhänger. Ah, du bist wieder im Gegnerteam, ich fass es nicht. Ein Deko-Anhänger. Wollen die mich verarschen? Ich will Waffen haben. Obwohl, noch kannst du wechseln, aber ich glaube, es ist schon interessanter, wenn wir im gegnerischen Team sind, ne? Wir sind im gegnerischen Team, ja. Ja, was findest du besser? Gegnerisches Team oder eigenes, gleiches Team? Wie meinst du das? Ja, findest du es besser, wenn wir zusammen in einem Team sind oder wenn wir gegeneinander spielen? Ich finde es interessanter gegeneinander. Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Na gut. Ich wollte dich einfach nur nach deiner Meinung fragen, aber pff, ne. Wird sich gar nicht interessiert, dann schon okay. So. Alter, will der mich verarschen? Ohne Visier, ja, ist klar. Fick dich doch, du Scheiße. Also bei so einem Regenwetter kann ich echt nicht gut spielen. Das stört ein bisschen. Ja, man sieht nicht mehr so gut. Leckt aber gerade ganz schön bei mir, ich glaube der Regen. Ah ne, doch. Oh, wow, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Nein. Also jetzt krieg ich gerade echt nichts gebacken. Fuck you, little bitch. Ich wurde von Kanakel gekillt. Du dreckiger Kanakel. Das ist aber auch echt ein scheiß Wetter hier auf dem Server, ne? Wie bitte? Das ist aber auch echt ein scheiß Wetter hier auf dem Server, muss man ja mal sagen. Ich ärgere mich schon immer, wenn Minecraft es regnet. Ey, ich will es immer direkt mal ausstellen, aber es geht ja nicht. Jetzt auch noch hier. Oh, von beiden Richtungen wollen die mich verarschen. Ich habe immer noch ein bisschen wenig Punkte. Ich muss jetzt langsam ein bisschen was reißen.
Ich brauch nicht viel. Hast du das? Ja, das war ich. Guck. Alter, stirb doch mal! Meine Güte! Ja, will da nicht sterben, ich fass es nicht. Killserie aufrechterhalten. Oh lol. Du bist eine große Bedrohung, heißt es hier. Noch ein! Du bist nun der Beste deines Teams. Na, scheiße, jetzt hat er mich. Krass, ich bin sogar fast der Beste auf dem Server. Okay, jetzt nicht mehr. Ist aber schnell hier. Das muss ich nochmal schaffen. Also ich kann hier im Moment gar nichts reißen. Ich muss mich immer so ein bisschen einspielen auf die neuen Maps und dann geht's eigentlich. Sobald ich ein paar Kills gemacht habe, komme ich in Schwung, habe ich Blut geleckt. Wow, fuck. Schade. Alter, stirb doch! Fuck! Jetzt werde ich emotional. Gleich fange ich an zu weinen. Jetzt kriege ich nur noch Assist-Punkte. Traurig, traurig. Von hinten. Das ist. Alter, von wo wird er geschossen? Ich bin nun der Kriegsherr. Was machst du aus meinem Team? Ich wollte schon sagen, das wäre zu schön. Lauf. Wo ist das? Ah, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ich blick echt nicht, wo ich bin. Da bin ich ganz am Anfang gespawnt. Beim ersten Mal. Oh fuck, ausgerechnet jetzt habe ich was im Auge. Ganz, ganz schlecht. Ah, Scheißdreck. Also wirklich zufrieden bin ich jetzt gerade aber auch nicht mit mir. So, ich habe mir mal einen Flammenwerfer geholt. Oh, wird aber auch nicht bringen. Ich hab mich sogar, weil da waren zwei Gegner, eine, der vor dich gelaufen ist und dann du. Ja, genau, und ich hab gerade gesehen, wie du lang gelaufen bist und dachte, komm, nicht mehr lange, mein Freund, nicht mehr lange. Dann hab ich dich auch noch gekriegt. Unglaublich. Da hat er mich schon wieder. Warst du das? Ja. Oh sorry. Ich gucke halt nie auf die Namen, ich bin immer viel zu da im Spielen beschäftigt. Ich kann nicht gleichzeitig noch gucken, wen ich gekillt habe. Das habe ich aber auch noch nie gekonnt, auch bei Battlefield nicht oder so. Dafür bin ich echt überhaupt nicht multitaskingfähig. Alter, wer schießt da? Oh. Sackgasse. Oh,
Also, ich gerade vom Schlachtfeld weg. Alter! Scheiße, ich war der Todeskill. Mann, bin ich schlecht. Ah, fuck. So schlecht bin ich nicht, aber auch nicht so gut. Ich hab 125 Punkte gemacht. Okay, das ist echt nicht so gut. Heute ist nicht mein Tag. Das Ding ist, ich bin normalerweise gar nicht. Das ist so der PC-Spieler. Ich kann ja normalerweise nur auf der Xbox gut zocken. Einige Gegenstände, die du 3 Tage lang verwenden kannst. Gucken wir direkt mal, was das ist. Annehmen. Kann ich die jetzt nicht auch direkt anpassen? Ich meine schon. Kannst du. Wie denn? Auf Anpassen einfach, ne? Genau. Und dann Ausrüstung. Nee. Anpassen. Waffen. Ah, komm. F2 ist dieselbe Waffe, nur... Ach so, lol, das waren einfach dieselben Klassen, die ich gerade hatte. Waffentyp. Scharfschütze. Ne, mit der Waffe, mit der ich gerade gespielt habe, komme ich klar. Da geht's ja schon weiter. Zurück zur Lobby. Ich hoffe, ich habe jetzt auch die richtige Waffe. Ah, die Map kenne ich noch. Die ist ganz geil. Ah, die kenne ich nicht. Ich muss mir gerade ein bisschen Sorgen. Ich weiß eigentlich überhaupt nicht, wo ich bin. Aber ich muss einfach nur alles abknallen, was über meine Ohren wegklappt. Lol. Ah, ist das dieser Supermarkt? Das ist sowas wie ein Einkaufszentrum. Ja. Relativ groß, die Map. Da ist gerade ein Gegner langgelaufen, aber ich habe nicht gesehen, wohin genau. Shit. Ah, da campt er. Der Bixer campt er da in der Ecke. Will der mich verarschen? Kleiner Hurensohn. Naja, man sieht sich immer zweimal im Leben. Wie er in der Ecke sitzt, oh, kleiner Pisser. Ja, lol, aber ich bin quasi da, wo er ist. Muahaha. Da ist er gerade langgekrochen. Da läuft er. Ah, da hängt er wieder. Aber jetzt habe ich ihn. Na, warst du das? Ja, das war ich. Ich komme aber um die Ecke gestürmt und holze drauf los. Ich habe dich halt eben laufen sehen, das war dein Pech. LOL! Dass ich noch lebe, ist aber auch ein Wunder. Alter, oh fuck! Das hat meine Maus fortgespielt. Ah, das lag aber da mal aus, da kann ich überhaupt nichts für. Nice. Und weiter geht's. Aber hier war gerade irgendwo ein Gegner. Jetzt habe ich einen laufen sehen. Da.
Alter, ich krieg ihn nicht. Alter. Alter, boah, da leckt sich aber auch durch die Gegend. Meine Fresse. Fishy You habe ich gekillt. Hallo, Slauf. Du bist hier so ungedeckt. Boah, da campen sie alle da. Ja, es gibt viele Camper. In meinem Team sind, glaube ich, auch ziemlich viele. Tut mir leid für dich. Bin nur froh, dass ich nicht den einen da mache. Stehen sie da alle in einer Reihe. Ziemlich dumm. Keiner gibt Deckung. Jetzt muss ich erstmal wieder Gegner finden hier. Ist alle ausgeräuchert und dann gibt's keine mehr. Ganz toll. Nein! Ja. Du hast doch gar kein Leben mehr! Willst du mich verarschen? Du hast kein Funkenleben mehr in der... Das war ja. Knapp da. Meine Fresse, hast du ein Glück. Gut, dass ihr mich umgedreht habt. Ja. Ist aber auch volles Kanonenrohr mir vorbeigelaufen, ne? Schade, schade. Aber ich bin wieder nicht so gut, wie ich gerne sein würde. Da geht noch mehr. Da ist Platz nach oben. Ich bin eigentlich gerade ganz zufrieden. Dann halte ich mal von mir fern. Ja, Scherz. Ja, ich wollte, ich war, eigentlich hätte ich dich kriegen sollen, aber der andere war schneller als ich. Nein! Meine Fresse. Scheißdreck. Ja, das schießt schon wieder auf mich. Das war schon ein Mechanzug. Noch nie irgendeinen Ausrüstungsgegner. Boah, was hat der ein Glück? Will der mich verarschen? Na, Killpunkte gibt's auch noch. Assist-Punkte meine ich. So, jetzt komm mal her, du. Oh, 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 hinter mir. Hinter mir. Wer war das? Nein, der hat fast kein Leben. Ich hab grad nicht gereiht, bevor der geschossen hat. Scheißdreck. Aber gib wieder Assist-Punkte. Und ich bin auf dem zweiten Platz gelandet. Nein!
Nein, 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 nein. Das muss ich wieder aufholen. Alter, wo ist denn hier das Gemetzel? Hallo da. Scheißdreck. Oh, fuck, fuck. Da hätte ich gerade richtig reißen können, aber ich war zu blöd. Ich hab nachgeladen aus Versehen. Shit. Nein, da holt er mich aus meinen Mechanzug raus. Flammenwerfer. Viel Erfolg. Bin immer gespannt, was der bringt. Nein, und der eine hat mich wieder überholt. Nein, das muss ich jetzt noch aufholen. Scheiße. Ich will mindestens Zweiter werden und nicht Dritter. Dritter ist ja lahm. Der Flappe verbringt ja gar nichts. Das ist ja ein Scheiß. Ich habe mir noch nie irgendeinen Ausrüstungsgegenstand gekauft, also. Sollte ich aber vielleicht mal machen. Du müsstest ja eigentlich auch einen Mechanzug zulegen können. Ja, aber ich stehe halt nicht so auf diese Zusatzfeatures. Alter, ich finde keine Gegner mehr. Gleich ist das Level vorbei. Leute, das gibt's doch nicht. Ich irre hier durch die Gegend und es gibt keine Gegner. Ich fass es nicht. Ohne Witz, ich laufe hier gerade stundenlang durch die Gegend. Ach, scheiße. Lila lang. Nur auf dem zweiten Platz, ey, Kack. Boah, das war so knapp. Wie lange daddeln wir eigentlich schon? Wie lange daddeln wir eigentlich schon? Eine halbe Stunde oder so. Wie viel Uhr haben wir denn? Es ist 5 nach 10. Oh, ja, lang kann ich aber auch nicht mehr machen. Ich muss morgen wieder früh raus. Oh. Mal gucken. Eine halbe Stunde, denke ich, geht noch. Aber danach... Oh, ich habe fast... Was, mein Level hier oder was? Nee. Ach, das sind die Missionen, die ich machen muss. Ja, also wirklich unzufrieden bin ich mit meiner Leistung bis jetzt nicht. Oh, bei mir hält sich so ein Grenzen. Ja, ich muss sagen, ich war auch immer bei Call of Duty ziemlich gut. Auf der Xbox, aber da war ich auch immer. So Obwohl es eigentlich gar nicht so mein Spiel war. Eigentlich war ich mehr der Battlefield-Veteran, aber Call of Duty habe ich durch einen Kumpel gesuchtet. Der hat mich quasi zu meinem Glück gezwungen. Und mit dem zusammen war ich immer auf Platz 1 und 2 aus dem Team. Ach ja, Leute, die Map kenne ich doch. Die ist relativ klein. Ja. Ach, was? Wie bitte? Meine Güte, also jetzt. Jetzt ist aber langsam gut hier. Boah. Entschuldigung. What the fuck? Na gut. Ja.
Frage, ob ich das als eine Folge machen soll oder ob ich das aus mehreren zusammenschneide. Mal schauen. Gute Frage. Ich weiß nicht, wenn das mehr als eine Stunde ist bis jetzt. Ah, da hat er mich wieder. Und den nächsten auch. Und den nächsten nicht mehr. Also ich werde, weiß ich nicht. Ich kann dann nach jedem Match eine Folge machen. So, auch ein bisschen blöd. Boah, Alter, was geht ab? Was soll denn der Scheiß? Das war gerade voll gelähmt. Gibt's hier so Lähmgranaten oder so? Glaube ja. Übel, ich komme mich einfach nicht mehr bewegen. Ich wollte gerade sagen, da war doch ein Gegner. Boah, jetzt war ich aber mitten im Kessel. Scheiße, ich bin mitten durchgelaufen. Ach nein, diese Runde wird nicht so gut. Und der sitzt da oben drauf und campt da. Ich fasse es nicht. Der muss jetzt sterben. Rot war ein. Das war eine krasse Killserie. Alter, habe ich viele umgebracht. Aber du hast mich gekriegt. Scheiße. Du hast es beendet. Da habe ich das Massaker beendet. Alter. Nein. Meine Fresse, werden wir gerade niedergemetzelt. Alter Verwalter. Das ist doch schon nicht mehr spaßig. Oder kommt er mir mit Mech hier? Na! Schrotflinte oder was ist das? Ach, der Wichser. Das hasse ich ja an solchen Games, die Schrotflinten, die kann ich echt nicht ab. Boah, jetzt gerade habe ich aber echt. Ja, Schrotflinten auf so einer kleinen. Alter! What the fuck? Das gibt es nicht! Das gibt es nicht! Was los? Ich raste gerade ziemlich aus. Aber übel. Campen die auf so einer kleinen App? LOL, das gibt es nicht, einfach keine. Alter, das musst du dir reinziehen nachher im Let's Play. Alter, das ist nicht normal. Alter, das gibt es nicht. Boah, Junge, das waren so viele Kills hintereinander, das ist unfassbar. Und keiner, ich hatte nur kein Leben mehr und die haben mich nicht gekillt. Meine Fresse. Übel. Wow, jetzt muss ich mich echt. Ach, scheiße. Nein, der andere hat mich fast eingeholt. Ja, er hat mich eingeholt. Scheiße. Ich war nach Platz 1.
bin gerade eben so böse ausgerastet. Meine Fresse. Oh, ich habe eine Nachricht vom Admin. Von einem Admin? Oh. Ja, ich habe, guck mal, ich bin sogar Punkte bester geworden. Ja. Lol. Krass. Mein, echt, bin echt übel ausgerastet, aber ich glaube, das war es auch für heute. Moment, am besten müssen wir noch aufhören. Okay. Ganz ehrlich. Aber wo du recht hast. Übel. Ja, krass, also ich bin mit dem ersten Tag nach langer Pause echt zufrieden. Also, was haben sie nicht? Da hat er gleich einen rausgehauen. Alter, übel, das hätte ich nicht erwartet. Also so gut war ich letztes Mal aber auch nicht. Werde ich einfach mal Lobbybester. Krass. Ja, ich fand es ziemlich geil. Also das Spiel ist auf jeden Fall eine gute Variante im Gegensatz zu Call of Duty oder Battlefield. Vor allem eine kostengünstige Variante. Mhm. Also, ich bin stark dafür, dass wir es demnächst öfters zocken. Wenn du Lust und Zeit hast. Auf jeden Fall. Ich bin dabei. Ja, ich weiß gar nicht, habe ich das in diesem Video erwähnt, dass du der Mensch bist, der meine Intros und Outros macht? Das hast du, glaube ich, zum Anfang erwähnt. Ja, gut, okay, alles klar. Kann aber sein, dass es im ersten Video war, ich weiß es nicht mehr genau. Wenn ich es noch nicht erwähnt habe, der Carsten ist der kreative Schöpfer in unserem Team, was Audio- und Bildmaterial angeht. Er hat all meine Intros und Outros gemacht, meine ganzen neuen. Finde ich ziemlich geil. Ich habe auch schon ziemlich positive Rückmeldungen dazu bekommen. Und ja, ich werde seinen Facebook-Link oben mal verlinken. Guckt euch mal seine Seite an. Da sind lauter hervorragende Videos und Eigenkreationen von ihm. Ein paar kleine Nebenprojekte, die ich als Fan gemacht habe. Genau. Aber sind schon gute Sachen dabei, auf jeden Fall ziemlich gute Sachen. Vielen Dank. Ja, ne? Ich meine, von nichts kommt nichts. Was soll man loben, was es nicht zu loben gibt? Das habe ich hab's ja gelernt, ne? Ja, ich meine, ich habe auch viele Sachen gelernt und die kann ich trotzdem nicht. Ja, das ist ja kein Argument. Ja, ich weiß gar nicht, was für Videos wirst du in meinen Blacklight Outro packen? Das vermutlich. Lass dich überraschen, da werde ich mir was Schönes einfallen lassen. Ja, klickt auf die Links da unten. Da kommt ihr zu ganz tollen Let's Plays von mir. Schaut's euch an, es sind auf jeden Fall sehenswert. Ja, vielen Dank, jetzt fühle ich mich geschmeichelt. Zu Tränen gerührt. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dass ich euch bei den nächsten Let's Plays wieder treffen kann. Kritik und Morddrohung wie immer in die Kommentare. Ja. Abonnieren und beim nächsten Mal mit dabei sein. Toi, toi, toi. Vielen Dank, Carsten. Kein Problem. Und bis die Tage. Tschö mit Ö. Tschüss.